Frau Vorsitzende, könnten wir vielleicht den Beginn der Hauptverhandlung um ein, maximal zwei Stunden verschieben? Weil ich warte immer noch auf diesen DNA-Test, der natürlich beweisen wird, dass Henry nicht der leibliche Sohn meiner Mandantin ist. Herr Höch, ich warte immer noch auf eine Erklärung, was das denn mit dem Hauptvorwurf in diesem Verfahren zu tun haben soll. Nämlich wirklich überhaupt nichts. Das ziehen wir das Verfahren noch weiter in die Länge. Es steht doch eindeutig fest, Herr Höch, Ihre Mandantin hat gegen die Anordnung, gegen eine begründete Anordnung des Amtsgerichts verstoßen, sich der Familie Wolters zu nähern. Die ist zum Spielplatz gegangen, die hat das Kind weggenommen. Das ist alles unstreitig. Ihrer Mandantin liegt außerdem ein DNA-Test vor, den die Familie Wolters gemacht haben, dass das ihr leiblicher Sohn ist. Das weiß die alle so. Und ob jetzt das Kind ihrer Mandantin tatsächlich vertauscht worden ist, spielt hier überhaupt keine Rolle. Sehe ich nicht so. Es spielt im Hintergrund eine Rolle, aber auf jeden Fall werde ich die Verhandlungen nicht erstmal aussetzen oder auf keinen Fall einen neuen Termin versetzen. Die Sachverständige ist geladen, Zeugen sind geladen, sind alle vor der Tür. Ich meine, dieser DNA-Test, wenn der was Neues ergeben sollte, okay, dann können wir immer noch darauf reagieren oder später unterbrechen. Nur, wenn ich ehrlich bin, warum liegt der nicht schon längstens vor? Hm? Also bis heute haben wir den nicht. Ja. Aber wir haben schon vor Wochen eigentlich die ganzen Ergebnisse ins Labor geschickt. Die sind halt dort nicht angekommen. Ich habe das dann noch mal vor zwei Tagen gemacht. Man hat mir zugesichert, sie würden bis heute vorliegen. Sie liegen nicht vor. Ein Fahrradkurier ist unterwegs. Und ich bitte doch nur, dass man auf den abwartet. Und wenn der Fahrradkurier einen Platten hat, dann vertagen wir noch mal. Nein, ich bin dagegen. Nein, ich sehe das nicht ein. Ich gehe auch davon aus, wenn dieser DNA-Test kommt, dann steht ganz klar fest, dass das Kind ihrer Mandantin auch ihr leibliches Kind hat. Es ist aber auch irrelevant. Relevant ist die Schuldfähigkeit ihrer Mandantin. Dafür haben wir eine psychiatrische Sachverständige bestellt. Und die wird dazu was aussagen. Ansonsten können wir, Frau Vorsitzende, wir können auch der Familie Wolters nicht zumuten, dass das Verfahren hier noch künstlich in die Länge gezogen wird, weil so ein Fahrradkurier sich verfahren hat. Oder eine halbe Stunde. Rufen Sie mal bei dem Institut an, nochmal, Herr Rechtsanwalt, natürlich, ob dieser Fahrradkurier tatsächlich unterwegs ist. Außerdem, ich meine, wir haben einen Fax. Dann sollen die dieses Gutachten verdammt nochmal aufs Fax legen, dass wir das hier haben. Ja? Viertelstunde, dann geht die Verhandlung los. Ja? Dankeschön. Ich würde mir so wünschen, dass mir jemand glaubt. Dieses Kind ist mir völlig fremd. Ich kann es nicht großziehen. Annelene, schau doch mal, der Junge ist dir wie aus dem Gesicht geschnitten. Und er ist so ein zufriedenes Kind. Und er braucht dich als gesunde und glückliche Mutter. So, Frau Elsner, alles ist gut. Ich habe zumindest mal erreichen können, dass die Hauptverhandlung um eine Viertelstunde verschoben wird. Und der Fahrradkurier, ja, also der ist unterwegs. Ich hoffe, der kommt gleich. Worauf wartet ihr denn? Auf das Ergebnis vom DNA-Test, der beweisen wird, dass Henry nicht mein leiblicher Sohn ist. Ich werde jetzt gleich nochmal das Labor anrufen, weil ich habe da bis jetzt noch keine telefonisch erreicht. Und der Mitarbeiter, der den Test gemacht hat, der hat frei. Also ich weiß noch kein Ergebnis. Also wir müssen da ein bisschen abwarten. Noch, eine Sache noch, ist es so, Mama, alles in Ordnung? Ja, Rechtsanwalt Höch, ist dieses Ergebnis von diesem DNA-Test jetzt in der Zwischenzeit irgendwie eingetroffen? Oder wissen Sie Näheres darüber? Nein, leider nicht. Im Labor habe ich nur den Anrufbeantworter erhalten. Aber der Fahrradkurier soll ja unterwegs sein. Und ich will ausnahmsweise Sie um Erlaubnis bitten, dass ich mein Mobiltelefon anlassen kann. Ja, sicher, dann in diesem Fall natürlich, Herr Höch. Frau Elsner, wir verhandeln heute Ihre Strafsache wegen Entziehung Minderjähriger und wegen Verstoßes gegen das Gewaltschutzgesetz. Als psychiatrische Sachverständige nimmt Frau Dr. Mittelfeld an dem Verfahren teil. Frau Elsner, Ihr Vorname ist Annelene, Sie sind am 6. Februar 1977 in Dortmund geboren und wohnen auch dort. Sie sind verheiratet, leben aber derzeit von Ihrem Ehemann getrennt. Und Sie haben einen 6 Monate alten Sohn namens Henry, der bei Ihnen lebt. Was sind Sie vom Beruf? Ich bin Betriebswirtin. Die Anklage, Herr Staatsanwalt Römer. Die Staatsanwaltschaft geht von folgender Tat aus. Die Angeklagte ist davon überzeugt, dass ihr Sohn Henry nach dessen Geburt am 16.11.2011 mit Lukas, dem Kind ihrer damaligen Bettnachbarin Helena Wolters, vertauscht wurde. Deshalb überzog sie die Familie fortlaufend mit Telefonterror und erschien auch vor deren Haus, bis Helena Wolters am 5. Dezember 2011 vor dem Amtsgericht eine einstweilige Anordnung nach dem Gewaltschutzgesetz erwirkte. Danach durfte die Angeklagte nicht mehr anrufen und sich nicht auf mehr als 100 Meter der Familie nähern. Dennoch folgte die Angeklagte Helena Wolters und dem damals 4 Monate alten Lukas nur einen Tag später heimlich zu einem Spielplatz, wartete auf eine passende Gelegenheit und fuhr dann mit dem Kinderwagen samt Kind davon, um eine Speichelprobe für einen
DNA-Test von dem Kind zu nehmen. Als Lukas' Mutter dies merkte und hinterherlief, versuchte die Angeklagte mit dem Kind zu fliehen. Erst nach einer Viertelstunde konnte die verzweifelte Mutter Lukas wieder in die Arme nehmen. Annelene Elsner wird daher wegen Entziehung Minderjähriger in Tateinheit mit einem Verstoß gegen das Gewaltschutzgesetz angeklagt. Vielen Dank, Herr Staatsanwalt Römer. Frau Elsner, wollen Sie von Ihrem Recht zu schweigen Gebrauch machen oder werden Sie Angaben machen zur Sache? Ich möchte unbedingt aussagen, ich wollte das Baby nicht entführen. Ich wollte doch nur beweisen, dass Lukas mein eigentlicher Sohn Henry ist. Ich wollte eine neue Speichelprobe machen. Ich wollte einen DNA-Test machen. Es gibt aber schon einen DNA-Test hier. Die Eheleute Wolters, die haben ja in der Hoffnung, dass sie dann endlich Ruhe lassen, selber dann zum Schluss einen DNA-Test machen lassen über ihren Sohn. Und danach ist Lukas zu 99,98, also im Grunde genommen 100%ig nahezu, der leibliche Sohn. Und dieses Gutachten vom 24. Oktober 2011, das haben die Eheleute Wolters ihnen per Einschreiben zukommen lassen. Und das haben sie am 26. Oktober bekommen. Warum machen Sie trotzdem weiter? Weil ich mir sicher sein wollte, dass es alles mit rechten Dingen zu sich gegangen ist, dass alles in Ordnung ist mit dem DNA-Test, den die gemacht haben. Ich bin mir sicher, die Kinder wurden vertauscht im Krankenhaus. Ja, aber dazu muss man, wenn man das noch weiter aufklären will, nicht unbedingt auch noch Gesetze und Anordnungen brechen. Sie wussten doch genau, dass einen Tag vorher, 5. Dezember, kam die einstweilige Anordnung vom Amtsgericht, dass sie sich der Familie nicht mehr als auf weniger als 100 Meter nähern dürfen. Ja, vielleicht war ich ein oder andere Mal zu oft bei denen vor der Tür oder habe zu oft angerufen. Aber ich will doch nur mein eigenes Kind zurück, verstehen Sie? Ich bin mir sicher, dass eine der beiden Frauen, die mit mir auf der Entbindungsstation lagen, auf der Wöchnerinstation, dass die mein Kind haben muss. Das muss im Krankenhaus vertauscht worden sein. Und genau das wird auch das Testergebnis, auf das wir warten, gewiss bestätigen. Meine Mandantin legt sehr großen Wert darauf, dass sie eben nicht psychisch krank ist, sondern dass es ihr nur darum geht, ihr Kind wiederzubekommen. Frau Elsner, warum glauben Sie so sicher, dass Henry, den Sie haben, dieses Kind heißt im Moment Henry, dass das nicht der wirkliche Henry ist? Nach der Geburt habe ich mein Kind gespürt, gefühlt. Und einen Tag danach war das Kind ganz anders. Es war fremd, das hat sich anders angefühlt, es hat anders gerochen, es hat anders geschrien. Das muss vertauscht worden sein, irgendwie an diesem Tag. Ich weiß es nicht. Aber warum soll er ausgerechnet mit Lukas Wolters vertauscht worden sein? Naja, ich habe mit der Frau Wolters und mit einer anderen auf der Entbindungsstation gelegen. Und die andere wurde einen Tag danach sofort entlassen. Und die Frau Wolters ist mit dem Lukas da geblieben. Und wenn es mit dem DNA-Test tatsächlich wahr sein soll, ja, dann muss es eben die andere Frau gewesen sein. Ja, und auch da verstehe ich wieder rein zeitlich nichts. Warum haben Sie sich nicht an die andere Frau auch mal gewandt, wenn die nach Ihrer Meinung in Betracht kommen kann? Ich dachte halt, die müsste das spüren irgendwie, dass sie nicht ihren Sohn, sondern meinen Henry im Arm hält. Aber scheinbar sind nicht alle Antennen so wie meine ausgeprägt. Und ich bin völlig alleine mit meinem Gefühl. Mein Mann hat mich verlassen. Ich bin alleine. Ich will doch nur mein Kind zurück. Verstehen Sie das nicht? Frau Elsner, Sie versteifen sich da, glaube ich, wirklich auf etwas. Dabei ist es in Wirklichkeit so, dass mit Ihnen irgendwas nicht stimmt. Wir haben nicht umsonst hier eine Sachverständige sitzen. Die wird uns dazu sicherlich gleich auch noch etwas sagen. Sie haben sich bereits im Krankenhaus so merkwürdig verhalten, so unheimlich, dass die Frau Wolters gesagt hat, die mit Ihnen in einem Zimmer lag, ich möchte dieses Zimmer verlassen. Die hat sich verlegen lassen. Und selbst danach haben Sie weitergemacht, dass diese Frau gesagt hat, ich lasse mich auf eigene Verantwortung aus diesem Krankenhaus, möchte ich raus. Jetzt, sofort. Danach ging es weiter. Sie haben Telefonterror veranstaltet. Sie haben alles Mögliche veranstaltet. Die Familie Wolters war so verzweifelt, dass sie gesagt hat, wir führen jetzt einen DNA-Test durch. Dieser DNA-Test hat eindeutig ergeben, dass das Kind nicht von Ihnen ist. Bin ich verrückt? Ich will nur mein Kind zurückhaben. Verstehen Sie denn das nicht? Ja, deshalb sitzt ja die Sachverständige auch hier. Sagen Sie, haben Sie nie darüber nachgedacht, auch nicht ansatzweise, dass Sie doch mal das richtige Kind mit aus dem Krankenhaus genommen haben und dass Ihre Ablehnung Henry gegenüber andere Ursachen haben könnte? Nein, das kann nicht sein. Die beiden wurden vertauscht. Ich denke einfach eine postpartale Depression. Frau Dr. Mittelfeld, ich will ja Ihrem Gutachten nicht vorgreifen, aber könnten Sie uns das vielleicht einmal erklären, was man darunter versteht? Ja. Also der Verdacht liegt zumindest nahe, dass es sich hier um eine postpartale Depression handeln könnte. Nach den Erkenntnissen der Medizin erkranken etwa 10 bis 15% der Frauen, die ein Kind zur Welt gebracht haben, im
ersten Jahr nach der Geburt an einer ernstzunehmenden Depression. Mhm. Anstelle des ersehnten Mutterglücks empfinden die Betroffenen eine Phase tiefster Traurigkeit und Verzweiflung. Dazu gehören Gefühle wie innere Unruhe, Leere, Erschöpfung, um nur einige der Symptome zu nennen. Die Frauen entwickeln teilweise auch zwiespältige Gefühle dem Kinde gegenüber, das ja eigentlich erwünscht ist. Das treibt manche Frauen an die Grenzen ihrer Belastbarkeit. Das ist nicht mein Kind. Ich bin nicht verrückt. Verrückt sind Sie mit Sicherheit nicht. Es geht ja nur darum, ob Sie allenfalls krank sind und ob diese Krankheit verhindert, dass Sie das Unrecht Ihrer Tat einsehen konnten oder zumindest hätten anders handeln können. Deshalb habe ich an die Sachverständige gebeten für die Entscheidung. Haben Sie einen Verdacht, in welcher konkreten Situation die beiden Kinder vertauscht worden sein könnten? Naja, ein Tag nach der Geburt, da hat Henry die ganze Zeit so geschrien und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass das Namensbändchen so eng ist und dann habe ich das abgeschnitten. Ich bin auch selber schuld an der ganzen Sache. Aber die anderen Kinder auf der Station hatten ja ihre Namensschildchen an. Also kann es nicht tragisch sein, wenn einem eins fehlt, es sei denn, es ist ein gezielter Tausch. Nee. Da müsste jemand das gemacht haben. Das glaube ich ja auch, aber ich weiß nicht, wer das gewesen sein soll und warum. Und ich verstehe auch nicht, warum der DNA-Test, den ich eingereicht habe, nie im Labor angekommen ist. Wer könnte ein Interesse daran gehabt haben, den Test verschwinden zu lassen? Keine Ahnung, aber ich habe das Gefühl, irgendwer will, dass ich als verrückt dargestellt werde. Oder ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass dieses Kind nicht mein Kind ist. Es fühlt sich falsch an. Ich kann es nicht lieben. Ich meine, nicht, dass ich es nicht versorge. Ich versorge das weiter wie eine Mutter, bis er seine Mama wieder hat. Aber ich will meinen Sohn haben. Ich meine, der Kleine hier kann natürlich nichts dafür. Ne? Also wissen Sie, Frau Elstner, diese Verschwörungstheorien, da hat jemand da irgendwie diesen Test abgefangen. Und jetzt kommt auch der Fahrradkurier nicht. Möglicherweise ist der auch wieder abgefangen worden. Wir sind heute dafür da. Und dieses Verfahren ist dafür da, dass wir, die Familie Wolters, dafür schützen, dass jemand hinter Ihnen her ist und versucht, an deren Kind zu kommen, obwohl es nachgewiesenermaßen das Kind der Familie Wolters ist. Was soll ich denn machen? Haben Sie sich mal versucht zu überlegen, wie sich die Familie Wolters fühlen muss? Was soll ich denn machen? Ich weiß, dass ich ein falsches Kind habe und ich habe auch Beweise, ich habe Fotos. Gut, und den DNA-Test nehmen Sie nicht zur Kenntnis. Moment, haben Sie die Fotos dabei? Ja, ich habe die dabei. Natürlich habe ich die Fotos dabei. Das ist doch alles überhaupt nicht dran. Herr Schwester, mal drin, aber so ist es nun mal. Ich würde auch gerne anschauen. Dieses Foto zeigt Henry am Tag der Geburt. Ja. Und das ein paar Tage später hat Jan aufgenommen. Ja. Ich nehme es gerne. Tja, bitte, aber das Foto von dem Neugeborenen, das ist dieses hier, ist mehr als undeutlich. Irgendwo sieht es so aus, als ob die Lichtverhältnisse nicht besonders gut waren. Ich habe Jan darum gebeten, dass er den Blitz ausstellt, damit Henry sich nicht erschreckt davor. Elstner, das ist doch bitte kein prozessbewertbarer Verweis für irgendetwas und schon gar nicht für den Tatvorwurf oder gegen den Tatvorwurf. Oh, Entschuldigung, Frau Vorsitzende, vielleicht ist das Labor, ich darf kurz rangehen. Bitte, das haben Sie an. Ach, Sie sind, ja. Nee, da kommen Sie einfach. Nee, kommen Sie direkt ins Gerät rein. Okay. Leider nicht. Nicht das Labor, aber mein Privatdetektiv, den habe ich nämlich darauf angesetzt, die dritte Frau ausfindig zu machen, die mit meiner Mandantin in dem Zimmer der Entbindungsstation war. Sorry, aber wozu braucht es dafür ein Privatdetektiv? Adresse, Personalien dieser Frau stehen noch fest. Ich meine, die Angaben der Klinik sind doch dazu komplett. Ich meine, es war eine Frau Jenke, das weiß sogar ich aus den Akten. Hat er sie gefunden? Ja, das Problem ist nur, dass diese Frau mit ihrer Familie nach Australien ausgewandert ist. Ich möchte nur noch mal darauf hinweisen, wir sind hier nicht vom Familiengericht, wir sind vor dem Strafgericht hier. Und entscheidend ist hier bei dem strafrechtlichen Vorwurf, dass ihre Mandantin völlig zu Unrecht eine Familie über Wochen lang terrorisiert hat und in Angst und Schrecken versetzt hat. Deshalb sitzen wir hier, wegen nichts anderem. Also täuschen Sie sich doch, Herr Staatsanwalt. Ist doch relativ einfach. Ich bin natürlich nicht nur strafrechtlich mandatiert, sondern ich bemühe mich auch darum, meine Mandantin behilflich zu sein, ihr wahres Kind aus Australien zu bekommen. Alles andere wäre doch widersinnig. Es wäre doch völlig widersinnig. Und wenn Lukas Wolters wirklich nicht das Kind meiner Mandantin sein sollte, dann ist der echte Henry zurzeit in Australien. Wir werden sehen. Noch Fragen an die Angeklagte? Dann möchte ich erstmal mit der Geschädigten beginnen. Helena Wolters, bitte. Und Sie nehmen bitte neben Ihrem Verteidiger Platz. Frau Wolters, bitte nehmen Sie Platz. Nehmen Sie Platz.
Frau Wolters, dass man bei Gericht die Wahrheit sagen muss, wissen Sie, wenn man das nicht tut, macht man sich strafbar. Ihr Vorname ist Helena, Sie sind 35 Jahre alt und wohnen in Dortmund. Was sind Sie vom Beruf? Ich bin Apothekerin, aber zurzeit Hausfrau und Mutter. Ich werde erst in einem Jahr wieder arbeiten gehen. Mit der Angeklagten sind Sie weder verwandt noch verschwägert? Ja, das ist richtig. Frau Wolters, die Angeklagte bestreitet ja nach wie vor überhaupt nicht, dass sie am 6. Dezember 2011 ihren Sohn mit einem Kinderwagen vom Spielplatz weggeholt hat und weggeschoben hat. Dann ist das aber auch, das ist gut, weil dann ist das seit langem das erste Vernünftige, was diese Frau von sich gibt. Weil an dem 6. Dezember sind ja anscheinend alle Sicherungen durchgebrannt. Ich bin nach wie vor fassungslos, weil ich nicht verstehen kann, wie man einer Mutter sowas antun kann. Gerade weil sie selber Mutter sind. Ich kann es einfach nicht mehr nachvollziehen. Frau Elstner sagt ja, sie hat das nur gemacht, um kurz in den Besitz, kann ich so sagen, ihres Kindes zu kommen, um nochmal eine Speichelprobe zu nehmen, weil sie dem Gutachten, das sie ja auch noch gemacht haben, extra in dieser ganzen Geschichte zur Deeskalation, nicht getraut habe. Wie hat die Angeklagte in dem Moment so einfach an den Kinderwagen kommen können? Ich war an dem besagten Tag mit ich habe noch eine vierjährige Tochter, mhm, und mit der war ich auf dem Spielplatz und sie wollte schaukeln und das kann sie noch nicht alleine. Und dann habe ich meinen Sohn im Kinderwagen stehen lassen und habe ihr auf die Schaukel geholfen, mhm, und drehe mich eigentlich wieder um, will meine Tochter anschubsen und sehe in dem Moment, der Kinderwagen ist weg. Ich bin dann einfach nur, ich habe meine Tochter genommen, habe sie einer Freundin, die noch mit dabei war, in die Hand gedrückt und habe nur gesagt, ruf die Polizei. Ich hatte eine Ahnung, wo das herkam und bin einfach nur losgerannt und dann hatte ich Gott sei Dank Glück im Unglück und habe dann die Frau Elstner noch um die Ecke flitzen sehen. Sie werden ihr doch hinterher geschrien haben. Wie hat sie reagiert? Ja, ich war sehr laut und ich habe gebrüllt und sie hat mich angeguckt und ist aber dann sofort weitergerannt und hat sich so richtig krampfhaft an diesem Kinderwagen geklemmt und ist einfach gerannt und ich bin um mein Leben gerannt, weil die hatte dann mein Kind und nach dem was da vorher alles passiert war, wusste ich gar nicht, zu was diese Frau in der Lage ist und ich habe dann bestimmt 10 Minuten gebraucht, bis ich überhaupt eingeholt habe und dann habe ich sie angeschrien, ich war außer mir und es war einfach, ich konnte nicht mehr. Nach all diesem Zauber, den die da Wochen vorher veranstaltet hatte, war einfach das Maß voll. Ich bin da einfach zusammengebrochen irgendwo. Ich kann es nachvollziehen. Schildern Sie uns doch mal etwas so im Zusammenhang, was die Angeklagte nach der Entbindung alles veranstaltet hat. In Bezug auf Sie. Das fing ja im Zimmer, also wir waren lange auf einem Zimmer, das fing ja ganz harmlos an. Sie fing an, davon zu reden, dass ihr Sohn vertauscht war. Zu dem Zeitpunkt war ich mir aber gar nicht darüber im Klaren, wo die Geschichte hingeht. Und bis ich dann erst mal kapiert habe, die redet da gerade von meinem Kind. Ja, also die sagte, mein Kind wär ihr Kind. Und dann steigerte sich das und auf einmal wurde die handgreiflich. Die wollte mir meinen Sohn, ich hatte den gerade angelegt zum Stillen und die wollte mir meinen Sohn wegnehmen. Und dann habe ich gedacht, ich bin hier komplett, also das hört sich jetzt vielleicht alles so ein bisschen lapidar an, aber das war eine ganz, ganz schlimme Zeit für mich. Und ich hatte das erste Mal in meinem Leben richtig, ich hatte Panik. Und dann bin ich zu den Schwestern und habe gesagt, ich möchte da raus, die ist doch irre. Und dann habe ich mich verlegen lassen und dann stand die in dem neuen Zimmer drin. Und die hielt sich dran und das war richtig tyrannisierend. Ich kann das gar nicht beschreiben. Und dann habe ich mich selbst entlassen. Ich wollte nach Hause, ich wollte da weg. Das verstehe ich. Nur nach der Entlassung aus dem Krankenhaus soll es erst mal ein paar Wochen Ruhe gegeben haben. Nur sonderlich lange nicht. Ab wann haben Sie von ihr wieder was gehört? 4 Wochen hatten wir, glaube ich, Ruhe. Und dann ging es ja erst richtig los. Also die stand permanent vor unserer Türe. Ich habe die gar nicht mehr reingelassen. Die wollte wirklich so richtig in die Türe rein. Die hat angerufen, morgens, nachts, nachmittags. Irgendwann stand die bei uns im Garten, wo ich gedacht habe, also wie weit soll das alles noch gehen? Und dann wusste ich mir auch einfach keinen Rat mehr, weil ich sie auch nicht mehr für zurechnungsfähig gehalten habe, ich persönlich. Und dann bin ich zur Polizei gegangen. Ja, das war auch natürlich richtig so. Das war das Beste, was sie machen konnten. Die Beamten haben das ja auch aufgenommen, haben ihnen empfohlen, parallel dazu auch den Zivilrechtsweg zu beschreiten, bis das Strafverfahren dann in Gang kommt. Und die haben ihnen auch geraten, einen DNA-Test zu machen oder haben ihnen das zumindest mal nahegelegt. Das haben sie dann auch getan. Ja, den haben wir dann. Da waren mir auch die Kosten egal. Ich war von die ganze Zeit davon überzeugt, dass das mein Sohn war, aber ich wollte dieser Irren irgendwo klar machen, dass sie auf dem absoluten Holzweg ist. Aber sie hat sich einfach nicht davon abbringen lassen, obwohl wir ihr diesen DNA-Test, also per Einschreiben, haben zukommen lassen.
Sie haben dann das Amtsgericht eingeschaltet und die Anordnung beantragt und die ist auch am 5. Dezember ergangen. Aber sie hat sich nicht dran gehalten. Einen Tag später ist ja diese Sache auf diesem Spielplatz passiert und sie hat Ihnen Lukas entzogen. Ist inzwischen wenigstens Ruhe eingekehrt etwas? Ja.